Leute, egal wann, egal wo, heute mal vom Flughafen aus Hamburg gibt's das Krypto-Update von mir selbstverständlich. Ich bin ja an den Gates, für mich geht's gleich weiter nach Dubai. Da werde ich euch selbstverständlich natürlich das Update liefern. Nichtsdestotrotz befinden wir uns an einer sehr, sehr heißen Phase hier an den Kryptomärkten. Wir hatten gestern darüber gesprochen, an einem sehr, sehr markanten Key-Level. Und von daher springen wir jetzt einfach mal direkt in den Content rein. In den Chart. Und dafür schauen wir uns den Bitcoin-Chart erstmal in einer Stunde an. Wir standen zum Zeitpunkt des oder Aufnahmezeitpunkts des gestrigen Videos an besagtem Punkt hier unten. Ich habe es gesagt, Freunde, wir haben hier eine bärische Sequenz gefinisht plus in dunkelblau das nächste Bärenlevel. Und von daher erwarte ich hier erstmal diese Reaktion wieder nach oben bis in unser Gesamtkorrekturlevel in orange. Und was ist hier jetzt letzten Endes los? Wir treffen hier genau auf diese Tagestrendlinie, die seit November besteht. Wir haben darüber gesprochen, Freunde, die wurde immer wieder respektiert. Sehen wir jetzt hier erneut diesen Abverkauf, das sollte definitiv für die Bullen nicht gut enden, wenn es soweit ist, denn dann sehe ich das dunkelblaue Rechteck hier definitiv brechen und erneut ein Anlaufen unserer 34.400er Marke. Nichtsdestotrotz, sollten die Bullen dieses Level jetzt überwinden können, dann sehe ich den Markt definitiv unser letztes Bären-Key-Level anlaufen, was in etwa bei 40.000 steht. Darüber haben wir auch gesprochen, Freunde. Diese 40.000er-Marke ist das letzte Bären-Level, was zu brechen gilt, um den nächsten Aufschwung der Bullen hier fortzuführen. Und natürlich würden wir damit auch diese Tagestrendlinie brechen und damit wäre der Weg frei für übergeordnete Level. Und das nächste Level, über das wir gesprochen haben, ist definitiv die 43.000er-Marke. Hier das letzte High vom 19. Januar. Und von daher, Freunde, sehr, sehr spannende Zeiten hier natürlich wieder auf dem Kryptomarkt. Und ich wollte euch dieses Update definitiv nicht entgehen lassen. Und von daher, Freunde, smash the Like-Button, wenn es dir gefallen hat, diese Art von neuem Video. Natürlich immer und überall kann ich damit online gehen. Und natürlich, falls du noch nicht Teil der geilen Community bist, unbedingt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns gleich in Dubai wieder. Haut rein!